Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Video im Herr der Ringe Online Guide. Ja Leute, Teil 2 der Vorstellung des Ruhmbewahrers. Nochmal kleiner Nachtrag zu Teil 1 von wegen Heilung. Natürlich habe ich auch noch keine Heilwaffen ausgerüstet gehabt. Bin natürlich hier auf Feuerwaffe gerade. Hätte natürlich noch die Heilwaffe ausrüsten sollen, dann wären die Werte natürlich nochmal um einiges höher. Können wir ja auch nochmal ganz kurz machen. So, wenn wir dann jetzt noch mal schauen, seht ihr, sind hier schon 12 bis 18k. Epos für die Ewigkeit ist schon bei 74 bis 100. Er halt 24 bis 35.000 Moral jede Sekunde. Also nur mal, ne? Nur mal der Vollständigkeit. Es waren noch keine Heilwaffen angelegt oder sowas. Gut. Kommen wir nun aber zur roten und zur gelben Linie. Ich würde sagen, wir starten mal mit der roten Linie. Die rote Linie habe ich, wie vorher auch, schon in der blauen Linie vollgeskillt. Ja, auch hier können wir gucken. Man kann mit Sicherheit über den einen oder anderen, ich gucke mal eben durch, irgendwo nur Finesse bei ist oder sowas, da kann man dann sicher drüber streiten. Na, da muss man eben mal eine Brille aufsetzen. So. Ja, physische Schadensreduzierung zum Beispiel. Das wäre so ein Skill, wo man dann drüber streiten könnte vielleicht. Aber ansonsten... Ja, ansonsten ist hier einfach Full House. Hier ist jetzt nichts bei, wo man sagen kann, nee, besser nicht. Physische Schadensreduzierung, ja, kann man drüber streiten. Aber ich nehme sie gerne mit. Dann haben wir halt 26 anstatt nur 20. Beziehungsweise, wenn wir oben erstmal gucken, haben wir halt 43 anstatt 37. Aber gut, da könnte man jetzt im Notfall sagen, ja, verzichte ich drauf. Aber man hat mittlerweile so viele Punkte, ihr seht es ja. Ansonsten habe ich hier noch zusätzlich, auch hier sehen wir es wieder, endloses Streitgespräch mit reingenommen. Weil es einfach ein Instant-Angriff ist, gucken wir uns gleich an. Kritische Verteidigung habe ich hier auch schon sogar mit reingenommen. Hier, den haben wir auch ein bisschen gepimpt, obwohl man da jetzt drüber streiten kann, wenn man auf Damage ist. Wahrscheinlichkeit für kritischer Treffer, ja, ist immer ganz nice. Wie immer die 15.000 Schicksal sollte man mitnehmen. Ich könnte hier auch nochmal den Runenstein jetzt mitnehmen. Wir haben jetzt wieder 2 Punkte, dann hätten wir noch einen Runenstein mehr. Auf der Seite, ihr seht es, Ausweichwahrscheinlichkeit, heilender Vers, dass er ein bisschen mehr heilt, beziehungsweise dass wir den Skill überhaupt frei haben, heilender Vers. Dann habe ich hier die 15.000 Wille mitgenommen, die Rune der Wiederherstellung, definitiv Pflicht, weil sie uns einfach Heilung gibt für Lau, ohne dass wir irgendwas machen müssen. Ansonsten könnten wir hier Präludium der Hoffnung auch Kraft, sollten wir Kraftprobleme haben, könnten wir den uns reinziehen, dann können wir uns selber auch noch mit Kraft über Zeit buffen. Heilender Vers, aber wir sind jetzt auch nicht als Heiler unterwegs, wir könnten hier nochmal Impuls mehr auf heilender Vers machen. Ja, hätte ich jetzt Kraftprobleme, könnte man sagen, ja, wir machen hier Präludium der Hoffnung rein, ansonsten könnten wir sagen, wir nehmen die Ausweichwahrscheinlichkeit. Oder wir sehen die kritische Verteidigung. Warum hier so ist, man muss halt 5 Punkte haben, um hier auf die zweite Stufe zu kommen. Das nochmal zur Erklärung, ja. Wenn ich jetzt frage, warum hat er da die Ausweichwahrscheinlichkeit genommen? Weil ich es jetzt nicht unbedingt so sinnig. Ja, aber die Ausweichwahrscheinlichkeit war mir dann sinniger als wie jetzt hier die 6000 Wille. Kann man auch wieder drüber streiten, aber ja. Muss immer jeder für sich wissen, wa? Wenn wir gucken, was haben wir ausweichen. Hat eine Chance von 7,1% gerade mal. Ja, dass ich ausweiche. Aber sonst habe ich nichts Defensives. Ich habe kein Blocken, ich habe kein Parieren. Hier Parieren habe ich 0,0. Von daher hat das für mich mehr Sinn gemacht, als wie jetzt zu sagen, ich nehme die, was weiß ich, 0,05% mehr Damage mit oder so. Das mal nur zur Erklärung. Ansonsten könnte man jetzt hier noch sagen, ich nehme jetzt hier den Runenstein noch mit. Der nochmal Feinde in der Nähe schädigt und kurz betäubt.
Ja, könnten wir machen. Ansonsten könnten wir sagen, wir nehmen nochmal die Benommenheit mit. Obwohl ich die jetzt eigentlich auch nicht so fühle. Aber Feuer brauche ich die eigentlich so gut wie gar nicht. Gut ist immer noch mal ganz gut, wenn man gerade nicht unterbrechen kann oder so, kann man halt mal irgendwas kurzzeitig stunnen, wa? Ansonsten könnten wir jetzt den Schicksal mitnehmen. Wir könnten die Wahrscheinlichkeit für einen kritischen Treffer mitnehmen von 1%. Aber ich nehme jetzt einfach den Runenstein noch dabei. So, dann haben wir jetzt hier den Runenstein noch mit drinne. Gucken wir uns jetzt gleich an. Ja, komm, wir gucken uns das auch an. Bevor ich jetzt irgendwie umskille und wir auf Dingens gehen. Ich gehe mal nach Gundabad. Wir gehen mal kurz in diese Farm-Ini rein. Ich weiß nicht, ob da schon wieder Ärzte sind. War ich gestern drinne? Wahrscheinlich noch nicht wieder. Aber spielt auch keine Rolle. Einfach um euch mal zu zeigen, was der Unterschied zwischen Feuer und Blitz einfach ist. So. Ich weiß gar nicht, komme ich da schon wieder rein? Mal eben. Aber ansonsten nehmen wir eine andere. Ich war nicht in allen drin. Also. Das geht schon. Also mir persönlich macht Feuer mehr Spaß wie Blitz. Wobei man sagen muss, dass bei... Wenn ihr viele Gegner habt mit wenig Moral, Blitz schneller ist. Ja, bei irgendwelchen Missionen, gerade beim Leveln, ist Blitz auf jeden Fall schneller. Aber bei sowas jetzt hier können wir halt einfach mal hier, zack, zack. Ich mache mal den langsamen Weg. Ja, das stimmt uns mal kurz. Schießt uns weg. Aber ihr seht schon, ich kann auch einfach mich dann verdrücken. Ja, die Dots ticken halt. Der schnelle Weg ist einfach 1, 2. Ja, er muss uns natürlich wieder stunnen, Alter. So, ich kann ihn aber dann hier mit Blitz auch nochmal stunnen, wollte ich sagen. Gut, nehmen wir mal hier so ein mit 786k. So, da würde ich halt einmal die Palette durchgehen. Also seht ihr unten, die Skills sich aus für. Zack. Und das war's auch schon. Hätte ich auch schon eher legen können. Normalerweise auch bei den Dicken sollte das reichen. Die ersten 3 zu machen und dann auf 7 zu wechseln. Ihr seht jetzt hier, ja, der kannst du sogar stehen lassen. Ihr seht's halt. Die Dots ticken, er fällt halt direkt um. Ja. Also. Feuer ist halt. Ja, super mächtig. Also gerade auch gegen mehrere Gegner kann ich euch jetzt hier schwer zeigen. Wir haben da hinten gleich einmal drei zusammenstehen, ja. Mal eben ein paar Erze mitnehmen. Das kann ich auch gleich machen. Was ganz interessant ist halt bei Feuer ist, wenn wir diesen ausführen hier, Abhandlung des Feuers. Eure nächste Feuerfertigkeit hat keine Anwendungsverzögerung. Das ist super nice, weil Wesen der Flamme hat eine Anwendungsverzögerung von 2 Sekunden. Ja, das können wir damit umgehen. Ja, wir ziehen ihn jetzt mal. Also ich fange immer damit an, dann damit. Dann ziehen wir ihn noch hinterher. Dann mache ich ihn fix. Zack, und jetzt kann ich den ausführen. Instant. Dann kann ich noch Wesen der Flamme zünden, muss ich aber auch gar nicht. Die Dots reichen eh schon aus. Ja. Wichtig zu wissen ist immer noch, Schriftstück des Feuers kann bis 3-mal gestapelt werden. Ja. Also ich kann auch einfach so. Dann machen wir nochmal den drauf, dann machen wir nochmal ihn drauf. Und dann können wir eigentlich spazieren gehen. Könnt ihr mich in der Zeit, können wir jetzt auch hinstellen und mich selber heilen. Und ihr seht, die Dots ticken runter und er fällt halt einfach um. Ja. Also Feuer ist super, super mächtig. Und hier so ein kleiner, da reicht es eigentlich, wenn ich so mache und den mache, wenn uns nicht wieder stunt, die dumme Sau. Mein Gott, Alter. Und das Schöne ist, wir haben ja auch noch immer ein paar Blitzdinger, die wir auch noch mit ausführen können. Ich warte mal eben, bis die Einstimmung runter ist. Ihr seht, die geht auch nicht sofort auf 0.
So, warum die beiden? Weil er gibt uns ein, zwei Einstimmungen, er gibt uns drei Einstimmungen. Wenn ich den jetzt mache, 2, 5. So, und dann kann ich direkt Wesen der Flamme machen. Und Wesen der Flamme knallt halt jede Sekunde, ja, 188 bis 200.000 Feuerschaden raus. Also, da würde sogar rein theoretisch reichen, wenn wir nur ihn machen. Ja, okay, nicht ganz. Aber das ist so die Standard-Kombo. Du machst die beiden, dann hast du 5 Einstimmung, weil das geht natürlich pro Einstimmung, ja. Ihr seht ja, er fordert Kampfeinstimmung. Diese Fertigkeit verbraucht eine Einstimmung pro Sekunde. Aber nochmal, bei ihm jetzt sollte es auch reichen, wenn wir die 3 ausführen hier. Oder wir ziehen ihn nochmal schnell mit hinterher. Zack. Ja, und dann ist schon vorbei. Ja. Weil ich den anklicke hier, Schwellender Zorn ist vorbei. Also. Und wie gesagt, es würde sogar reichen, ich mache so, dann den, das sind die schnellere Variante, dann nochmal den hinterher und dann ziehe ich den drauf und dann ist schon vorbei. Gut, wenn er uns unterbricht, hat er aber auf jeden Fall schon mal 2 Dots laufen, dann zünden wir nochmal einen Dot hinterher. Dann kann ich ihn eigentlich auch einfach wegstunnen. So, und gehe einfach weg. Ja. Ist auch nicht das Problem. Weil die Dots laufen. Das ist halt Feuer. Und das Schöne an Feuer ist halt, gut, die beiden sind auf ein einzelnes Ziel. Ja. Aber er geht schon auf 3 Ziele hoch. Er ist auch einzelnes Ziel. Er ist auf 3 Ziele. Wir haben bei einem sogar für 5 Ziele. Ja, das geht schon gut. Ne? Das geht wirklich schon gut. Und wir haben ja hier auch noch auf unserer Waffe habe ich auch irgendwo noch die Zielerhöhung drauf. Also das geht schon echt gut. Und man kann natürlich auch ganz oldschool-mäßig anfangen. Wir können auch erstmal so anfangen. Wir verlangsamen ihn. Also dann seht ihr, wie lahmarschig ist. Wir können dann auch noch Wortgestöber machen, wenn uns nicht unterbrochen hätte. Ja. Also ich kann auch, selbst wenn ich auf Feuer geskillt bin, ihr seht es auch ganz gut mit Blitz arbeiten. Ja. Und wenn ich dann ein bisschen Einstimmung habe, kann ich auch einfach ihn zünden und brenne ihn einfach weg. Also Möglichkeiten gibt es da mehr als genug. Und ich habe jetzt noch nicht mal zu meinem Feuerstein gesetzt, wa? Wir können jetzt auch nochmal einen Feuerstein setzen. Können wir uns ja auch noch angucken. Jetzt habe ich ihn natürlich scheiße gesetzt. Und dann können wir ja rein theoretisch noch den Blitzstein setzen, falls er nach uns kommt. Aber in der Regel seht ihr, er ist jetzt erstmal da mit dem Feuerstein beschäftigt. Und auch da seht ihr schon, wie viel Damage der Feuerstein macht. Ne? Dann lasse ich ihn einfach wieder wegbrennen. Also. Feuer gibt dir so viele Möglichkeiten, das ist schon echt pervers. Ne? Aber wichtig zu wissen natürlich, wir können uns jetzt nicht bewegen und Skills ausführen. Ja? Das geht natürlich nicht. Außer der, wenn der blinkt, dann können wir den auch ausführen, wenn wir uns bewegen. Aber ansonsten geht das nicht. So, jetzt gucke ich mal, ob wir die irgendwie zusammengezogen kriegen. Wahrscheinlich nicht so. Aber wir können auch hier schon mal unseren Heilstein stellen. Dann stellen wir hier einfach unser Feuermoped rein. Und dann geben wir den Dicken schon mal ein bisschen was zu tun. So, dann kommt der schon, der auf alle 3 Dots macht. Dann führen wir den aus. Zack, dann ist der da hinten schon erledigt. Dann könnte ich jetzt sogar noch beißende Verhöhnung mal machen, wenn die uns nicht wegpölen würden jedes Mal. Ja, es ist gerade zum Vorführen halt ein bisschen, dass man da Trolle für nimmt. Na, ist natürlich so ein bisschen semi-geil. Eben rumgestunnen und so. Aber das ist Feuer. Wa? Jetzt stellen wir das Ganze mal. Da wollte ich gar nicht hin. Stellen wir das Ganze mal auf Blitz um. Zum Vergleich. Auch hier seht ihr, kompletter Baum voll. Außer hier haben wir sogar noch einen. Warum? Kritischer Treffer ist schon wichtig. Also auf Blitz sind kritische Treffer das A und O. Das werdet ihr jetzt auch sehen. Ansonsten haben wir hier noch Wesen der Flamme mit dabei. Und hier die taktische Schaden nochmal erhöht. Und dann hier einfach Heilskills mit drin. Ja.
Und ihr seht, jetzt sind wir komplett auf Blitz. Blitz hat den Vorteil, ich kann mich bewegen. Ja, ich kann laufen, ich kann kiten, ist gar kein Problem. Ja, na klar, schmeißt er uns trotzdem Steine in die Birne. Gar kein Problem. Ich da jetzt aber zurück, zack. So. Aber bei Blitz sind wir halt super abhängig von kritischen Treffern. Ja, gar keine Frage. Aber auch hier sehen wir, es geht schon relativ zügig. Ja. Aber ihr seht halt, wenn ihr jetzt mal guckt, manchmal hauen wir halt 100k Schaden raus. Manchmal sind es halt einfach 20k. Also. Aber was wir hier ganz cool haben, ist auf jeden Fall er hier. Der 10 Sekunden benommen macht und der immensen Schaden macht an, ihr seht es, maximal Anzahl Ziele 5. Der ist halt schon echt krass. Ja, ja, stun mal. Ja, der ist leider nicht ganz so eingeschlagen, aber wir hatten jetzt auch noch keine Einstimmung. Aber ihr seht halt, ist auf jeden Fall für 10 Sekunden gestunt da hinten. Geht uns natürlich dann auch noch auf die Birne. Soll es einfach sein. Ansonsten, hier ist natürlich super wichtig die Einstimmung auch, weil wir jetzt gucken, epische Schlussfolgerung. Die auch nicht wirklich so richtig zündet. Ein überaus mächtiger Blitzangriff, der mit jeder verbrauchten Einstimmung mehr Schaden verursacht. Ihr seht, jetzt zeigt er uns 59.000 bis 79 an. Wenn wir jetzt nochmal die Einstimmung voll machen, dann geht er halt hoch auf über 180k oder sowas. Ja. Und wenn der dann noch krittet, dann knallt es natürlich richtig. Ne? Aber dafür müssen wir natürlich auch volle Einstimmung haben und sind dabei dann danach dann auch bei Einstimmung 0. Ne? Muss man auch sagen. Aber ansonsten seht ihr, dauert das jetzt hier mit Blitz auf jeden Fall länger wie mit Feuer. Ne? So, jetzt habe ich volle Einstimmung und würde ja, 153 bis 200k machen. Aber auch auf Blitz ist es jetzt kein Problem zu sagen, wir haben zwei oder drei Gegner. Ne? So, wir stellen unsere Blitzrune dahin, was sie mal machen. Wenn die weg ist, stellen wir schon mal unseren Heilstein dazwischen. Dann zieht der Heilstein erstmal in die Agro. Aber ihr seht halt, dass dieser große Johnny hier, wir können nochmal näher rangehen, was dann viel, viel länger braucht. Wie auf Feuer, ja. Den können wir auch nochmal wegstunnen. Kehren wir aber auch zur neutralen Einstimmung zurück. Ist jetzt aber nicht ganz so tragisch. Dann machen wir den nochmal voll. Hoffen wir, dass die epische zündet. Wir nehmen noch eine Einstimmung mit. Ja, aber ihr seht schon halt, ne? Was der Unterschied ist zwischen Feuer und Blitz. Wobei ich es fairerweise sagen muss, wartet. Ich bin natürlich, ich habe natürlich auch noch nicht die Blitzwaffe ausgerüstet. Das sollten wir natürlich mal machen. So. Sonst ist der Vergleich ein bisschen unfair. Aber auch mit Blitzwaffe werden wir jetzt sehen. Wir haben ja schon die nächsten rumstehen. Dauert es halt einfach ein bisschen länger, ne? Und man ist halt extrem abhängig von Crits halt. Aber klar, mit der Blitzwaffe ist natürlich nochmal ein anderes. Wie ihr seht, da geht das schon ein bisschen anders ab. Ne? Aber auch hier sehen wir jetzt, wir können was stunnen, dann sollte der Dicke tot sein. Aber da seht ihr jetzt schon den Unterschied. Ne? Das war jetzt gerade nicht wirklich ein fairer Vergleich. Hey, warten wir eben. Jetzt kommen hier eh ein paar Gegenangriffe noch. Ich weiß gar nicht, kommt erst der Dicke oder kommen erst die Kleinen um die Ecke? Die Kleinen. Hier stellen wir mal die Rune dahin. Dann werden sie gleich gestunt. Dann ziehen wir uns einen raus. Aber ihr seht trotzdem schon, ne, wenn wir nicht kritten, dauert es schon um einiges länger wie auf Feuer.
Sollte der Dicke hier kommen eigentlich? Hallo? Nochmal zwei so Würste. Auch hier wieder Rune stellen. Der wurde da nicht gestern, dafür der da hinten. Aber da können wir auch rangehen, führen ihn aus. Zack. Wenn der krittet, der sticht halt ein wie eine Kanone. Also der liegt auf Feuer, so schnell kannst du gar nicht gucken. Auf Blitz sieht das ein bisschen anders aus. Ich hätte ihn jetzt aber erst noch verlangsamen können eigentlich. Nehme ihm mal die Verderbtheit weg. Was nicht geklappt hat. So, wir haben volle Einstimmung. Wir hauen mal die epische drauf. Ja, es geht aber. Ja. Aber gerade wenn ihr irgendwas spielt, wo Mobs wenig Moral haben, ist Blitz auf jeden Fall besser angesagt. Ja. Weil dann macht ihr zweimal instanten Angriff, könnt euch dabei bewegen und die liegen im Dreck. Ja, aber Feuer müsst ihr halt statisch sein. Und da lohnt sich es meistens gar nicht, dass die Dots ticken. Ja, weil die dann auch direkt instant umfallen. Aber mir persönlich macht Feuer auf jeden Fall mehr Spaß. Und Feuer macht auch mehr Damage. Definitiv macht Feuer mehr Damage. Da gibt es gar keine Auswahl. Das behaupte ich einfach frech, wie ich bin. Ja, mein Runi, wie gesagt, ich habe lange kein Herr der Ringe gespielt. Mein Runi ist jetzt nicht irgendwie super hart equipped oder so. Sieht man ja auch an mein Leben und so weiter. Und auch an den Werten. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, Feuer macht immer mehr Damage wie Blitz. Und Feuer hat den großen Vorteil, dass es auch auf 3 oder mehr Ziele auch noch Damage machen kann. Ja, wenn ihr mal eine kleine Gegnergruppe habt von 3 bis 5 Mobs, ist das auf Feuer gar kein Problem. Wobei man sagen muss, ist auch Blitz jetzt auch nicht das große Problem, weil ihr sie ganz gut abstellen könnt mit der Rune einmal. Ein zweites Mal könnt ihr sie mit erschütterten Berührung, könnt ihr einen Safe abstellen für 10 Sekunden. Und da ihr dann Einzeldamage macht, könnt ihr sie auch dann einzeln umnieten. Oder wenn ihr den zündet hier, anschauliche Symbolik, stunt sie auch nochmal für 10 Sekunden und haut richtig Damage raus, ja. Wenn der krittet, ja, dann steht da auch nichts mehr, ja, wenn ihr normale Mobs habt. Und das Schöne ist, ihr seht auch, so wie ich sie geskillt habe, haben wir trotzdem noch ein paar Feuerskills dabei, ja. Aber wie ihr auch seht, ja, das ist jetzt nicht so zu vergleichen, als wenn wir auf Feuer geskillt sind. Aber nichtsdestotrotz könnt ihr hier auch ein paar Dots draufsetzen, die haben wir sowieso immer, ja. Auch hier haben wir immer 3 Ziele. Bei Wesen des Winters macht jetzt auch nicht so wenig Damage mit 86 bis 100k. Also ein Runi ist schon schön variabel. Ja. Und gerade jetzt mit den Skillbäumen. Gut, ich bin jetzt hier natürlich auf Heilung mitgegangen. Man könnte natürlich auf Blitz gehen und dann hier in den roten Baum mit rein. Ja. Dass wir halt hier den Runenstein uns noch ziehen. Dass wir den scharfer Spot den Damage nochmal erhöhen. Aber für mich war es jetzt so, dass ich Blitz wirklich nur spiele, ja, wenn ich irgendwas habe, wo einfache Mobs sind, wo es schnell gehen soll, dann skill ich auf Blitz, smash da einmal durch und gut ist. Ja, das ist so der Hintergedanke. Da muss ich dann nicht anfangen, noch jetzt mit Feuer reinzunehmen, wenn ich Feuer gar nicht nutzen will. Weil wenn ich Feuer nutzen will, dann gehe ich auf Feuer, weil da brutzelt ich einfach alles weg. Und habe hier trotzdem noch ihr seht, die Blitzdinger mit drin. Wenn ich mal kurzfristig Schaden brauche, dann hauen die auch noch gut Schaden mit raus, wa? Gut, ich habe jetzt die Blitzwaffe noch drin, das sollten wir nochmal ändern. Auf die Feuerwaffe, dann ist das ein bisschen weniger, ja, wie ihr seht. Das muss man natürlich fairerweise dabei sagen. Aber selbst da kann ich dann mich noch bewegen und kann die 3 Angriffe ausführen. Und den 4. natürlich auch noch, wenn ich dann die Kampfeinstimmung habe, die er nun mal erfordert. Also, ihr habt da wirklich Möglichkeiten genug. Ja. Ja, das ist der Runi of Damage. Macht mir persönlich mega Spaß auf Feuer. Ab und wann, habe ich ja gerade schon gesagt, skill ich dann auch mal auf Blitz um. Aber Feuer macht einfach mega Spaß. Gerade wenn ihr ja so fette
so fette Moralbalken habt, das ist die reinste Pracht, wenn ihr eure Einstimmung oben habt und ihr zündet, dann schwellen der Zorn, Alter, der brutzelt halt einfach so stark runter, das ist so pervers. Macht mir persönlich einfach Spaß. Ja. Und der Runi hat, wie gesagt, auch so immer noch, auch hier jetzt, ihr seht's, ja, habe ich Präludium der Hoffnung, wo kann ich mich heilen? Ich kann mich hiermit heilen. Das Schöne ist, ich kann mir dann sogar noch schnell die Moralbubble geben. Epos für die Ewigkeit, gut, den zündet man nicht unbedingt. Ich glaube, den können wir uns nicht selber geben, nee. Aber ich könnte trotzdem immer noch. Ja, auf mein Gefährt, wenn ich mit einem rumrenne, trotzdem ihn noch eingeben, dass er automatisch wiederbelebt wird. Ich kann mit Eigenmotivation, ihr seht, stellt 15% der Maximalwerts Kraft wieder her. Mit 30% des Maximalwerts Moral wieder her. Ist auch noch eine sehr, sehr gute Heilung, wenn ich auf Feuer unterwegs bin. Ich kann was wächst dann. Gut, jetzt hier nur für 9 Sekunden anstatt für 10 Sekunden. Und meine ganzen passiven oder Notfallskills habe ich natürlich trotzdem hier. Wa? Ich habe hier meine Rüstung. Mein Anmut der Elder sowieso und habe natürlich hier auch das Unterbrechen und das Verderbtheiten nehmen, was ich eh immer habe. Also ja, ist jetzt aber auch nicht so super kompliziert, wie ihr seht. Ja, so viele Skills habe ich jetzt auch nicht. Und auf Feuer habt ihr meistens die Standard-Roti hier. Fangt hiermit an, die ersten drei zieht ihr durch. Dann haut ihr vielleicht nochmal ein zweites Schriftstück hinterher. Wenn ihr mehrere Gegner habt, haut die Abhandlung des Feuers auf den stärksten, haut dann Wesen der Flamme raus, instant auf drei Gegner. Beißende Verhöhnung, ja, ihr seht's auch, haut auch nochmal gut Damage raus auf fünf Ziele. Also, da kann man Spaß mit haben, mit der Klasse. Mir macht sie auf jeden Fall Spaß. Wenn ihr sie ein bisschen ernster spielt, solltet ihr auf jeden Fall einzelne Waffen haben. Ne? Das gilt aber bei so ziemlich jeder Klasse. Also gerade beim Runi jetzt, wenn ihr Heiler spielen wollt, solltet ihr natürlich eine Heilwaffe haben. Ja, das macht natürlich einen Unterschied wie Tag und Nacht. Ja, das sollte klar sein. Das muss dann auch gar nicht High-End sein. Klar, wenn ihr Main-Heiler seid, ich spiele einen Runi auf als Heiler hauptsächlich, ja, dann ist natürlich, sollte die Heilwaffe Priorität haben. Ja, aber das sollte klar sein alles, ne? Klar, früher war es auch noch so, dass man dann verschiedene Rüstungssets hat, ob man jetzt als Heiler spielt oder nicht. Und dass man natürlich noch seine Tugenden anpasst. Ich persönlich bin mittlerweile so, hab ich ja schon gesagt im Tugenden-Video, dass ich meine Tugenden wähle, die meine Schwächen ausgleichen. Und das ist mir egal, ob ich jetzt auf Damage spiele oder auf Heiler spiele, ja. Klar, wenn ich jetzt Single, wenn ich jetzt Solo hier rumlaufe, wird es mehr Sinn machen. Ich hau mir Weisheit rein, ich hau mir Verstand rein, der sogar noch auf Null ist. Dass ich noch mehr Damage fahre, anstatt dass ich zum Beispiel jetzt hier Mitgefühl drin habe oder Einfühlungsvermögen oder sonst was, was einfach nochmal Schaden reduziert. Aber ein Runi ist halt auch nur eine leichte Rüstung und von daher bin ich der Meinung, ja, haut Sachen raus, die euch mehr schützen. Ja, ihr seht, ich habe jetzt hier alles drin, was mich mehr schützt. Über Idealismus kann man streiten, der gibt uns halt Schicksal und empfangene Heilung. Plus maximaler Moral. Ja, da kann man jetzt drüber streiten, ob man den später noch austauscht gegen, was weiß ich, Ehre zum Beispiel. Ja, wäre noch ein bisschen sinniger oder was haben wir sonst noch? Ja, Disziplin könnte man auch nehmen, ja. Aber da der schon so hoch ist, Idealismus, werde ich den erstmal auf 80 ziehen und dann werde ich das nächste hochleveln. Ne? Verstand könnte man, klar. I don't know. Weiß ich nicht. Verstand natürlich. Als Damage-Dealer macht das auch Sinn, den vielleicht noch mit reinzunehmen. Und dann halt Idealismus raus. Empfangene Heilung und Schicksal. Maximale Moral jetzt von 5000, was das dann vielleicht irgendwann Sinn. Ja. Spielt jetzt bei einer Moral von 400.000 nicht wirklich eine Rolle. Ne? Also Idealismus könnte man wirklich austauschen.
Vielleicht sogar gegen Unschuld, physische, taktische Schadensreduzierung, Resistenzwert nochmal dabei. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Klar, Weisheit gibt uns Wille, taktische Beherrschung. Finesse ist auch noch eine Möglichkeit. Aber die vier, die ich hier drin habe, Mitgefühl, Einfühlungsvermögen, Idealismus, Treue und Toleranz, sind meine erste Wahl. Einfach weil sie mir taktische Schadensreduzierung geben, Resistenzwert und physische und hier sogar noch kritische Verteidigung. Das ist halt einfach schon ausgelegt, wenn man mal Inis spielt oder auch Scharmütze, doch Stufe 2 oder 3 oder sowas. Habe ich persönlich, weil ich leichte Rüstung trage, einfach mehr von, dass meine Schadensreduzierungen höher sind, als wenn ich hier jetzt die Tugenden dafür opfer, um zu gucken, dass ich mehr Damage mache. Da kann ich lieber später, ich bin ja jetzt hier auch noch auf Lobob unterwegs, aber später dann in Rüstung zum Beispiel eher was Offensiveres reinmachen, wie jetzt hier kritischer Treffer als Beispiel, anstatt da dann irgendwie was Defensiveres reinzunehmen. Aber das muss auch immer jeder für sich wissen. Man kann das natürlich auch genau andersrum machen. Man sagt, ich knall die Tugenden alle auf Offensive. Dann ist es egal, ja, ob ich jetzt Instanzen spiele oder nicht. Und wenn ich Instanzen spiele, ziehe ich mir eine Rüstung an, die mir die kritische Verteidigung, taktische Verteidigung und so durch Essenzen gibt oder sowas. Kann man auch machen, klar. Aber so kann ich halt sagen, ich könnte meine Werte nochmal höher schrauben, indem ich mir dann noch ein Rüstungsset nochmal mit taktischer Schadensreduzierung und so weiter, also mit defensiven Stats anziehe und kann das nochmal zusätzlich hierzu pushen. Ja. Gerade wenn es dann Raids sind oder T2 Sachen oder sowas, wo das dann halt super wichtig wird, dass man mehr Resistenzen hat, als dass man irgendwie 2% mehr Schaden macht. Ja, ist das halt mein Way to go. Aber das muss jeder für sich wissen. Gut, da ich jetzt hier schon alles umgenietet habe, werde ich jetzt hier noch die Feuersteine einsammeln und das Erz abfarmen. Aber das soll es gewesen sein. So viel zum Runi of Damage. Ich kann ihn euch nur empfehlen. Fürs auf Feuer ist einfach super pervers. Macht super viel Spaß. Blitz ist ein bisschen agiler gefühlt. Macht auch Spaß, aber mir persönlich gefällt Feuer besser. Für die Leute, die Herr der Ringe spielen und Runi spielen, haut mir gerne eure Meinung dazu rein. Ob ihr lieber auf Feuer oder Blitz spielt. Auch gerne, wie ihr den Runi als Heiler im Gegensatz zum Barden seht. Also ich sehe den Runi da schon mindestens auf einer Stufe mit dem Barden. Klar, der Barde ist irgendwie leichter, Gruppenheilungen zu wirken. Aber ich sehe ihn da schon auf einer Stufe. Ja, und für alle, die vielleicht darüber nachdenken, Herr der Ringe zu spielen und überlegen, welche Klasse sie spielen, das ist der Runenbewahrer. Vielleicht habt ihr einen kleinen Einblick gekriegt, was möglich ist mit der Klasse. Klar, ich könnte jetzt jeden einzelnen Skill durchgehen und so weiter, aber die Videos sind jetzt schon über 30 Minuten lang. Das würde komplett den Rahmen sprengen, wa? Klar, wenn ihr Fragen habt zum Runenbewahrer, schreibt sie gerne rein. Ich werde sie versuchen zu beantworten. Wollt ihr unbedingt irgendeine Route haben, die ich hauptsächlich spiele? Ja, aber ihr seht schon meine Anordnung. Man kann das, wie gesagt, mit dem DPS-Meter alles genau maximieren, machen und tun. Aber ich bin immer so der Spieler, der das Optimum rauskitzelt, definitiv. Ja, nicht falsch verstehen, das mag ich super gerne. Ich mag es, meine Klasse zu optimieren, auch meine Ausrüstung zu optimieren, das Beste rauszuholen, was irgendwie geht. Aber ich bin auch ein Spieler, der auf Situationen reagieren können möchte und das auch tut. Ja. Bin also dann nicht so der stumpfe Jäger, der hinten steht, seine vier Tasten drückt, seine vier Standard-Skills, die besten nach DPS-Meter und nach Meter halt einfach rausknallt, um den meisten Schaden zu fahren. Und wenn mal irgendwas Unvorhergesehenes passiert, dass er irgendwie eine Vergiftung kriegt oder so, nicht mehr klarkommt und nicht weiß, was er machen soll. Ja, so ein Spieler bin ich nicht. Ich bin ein Spieler, der seine Klasse ja wirklich kann. Also ich kenne jeden Skill, den der Runenbewahrer kann. Ja, und weiß auch, wann ich wie, was irgendwie mich noch rausretten kann. Und, ja, das ist mir halt wichtig. Und nicht einfach zu sagen, ich habe eine Meta-Rotation, die ich immer abspule, weil das so ist, wie es ist. Ja, klar.
kenne ich auch die beste Rotation, um am meisten Schaden zu fahren auf Feuer, was ich auch machen werde, wenn ich als Feuerruni in irgendeiner Instanz bin, wo es um Schaden geht. Ich weiß aber auch, wenn ich dann zum Beispiel sehe, ach du Scheiße, der Heiler ist gerade umgefallen oder der zweite Heiler, der drin ist, wie ein Hauptmann oder so, dann weiß ich aber auch, dass ich ruckzuck mal eben mit meinen High-Skills einspringen kann und zwei Heilungen über Zeit auf einen draufballern kann, ihn noch kurz die Sphäre geben kann und trotzdem meine Dots weiter ticken, ja, auf Damage. Also, das ist so mein Anspruch an mich selber, ja. Wie ich meine Klassen spiele, aber das muss auch immer jeder für sich wissen. Gut, damit bin ich am Ende. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, geholfen hat, lasst mir gerne einen Daumen da. Freue ich mich drüber und weiß, dass das diese Art Videos euch irgendwas bringt, euch interessiert. Und dann werde ich auch zu den anderen Klassen solche Videos machen. Aber wenn das irgendwie hier auch keinen interessiert und das irgendwie nur 10, 20 Aufrufe hat, muss ich mir die Arbeit auch nicht wirklich machen, weil es ist natürlich schon Arbeit, sich auch ein bisschen Gedanken zu machen, euch ein bisschen das so vorzustellen und nicht nur irgendeinen dünnen Pfiff zu erzählen. Wa? Aber natürlich nochmal gesagt, es ist am Ende des Tages auch nur meine Meinung und jeder kann die Klasse anders interpretieren, anders spielen. Das ist meine persönliche Meinung, nicht mehr, nicht weniger. Und in diesem Sinne, haut rein, bis dann. Tschüssi.